Den Umschlag adressierte ich an den Kommissar Noguès, Polizeipräsidium. Ich zog meine Jacke an und ging hinunter zwei Straßen weiter zum nächsten Briefkasten. Er wurde noch geleert, 23 Uhr. Und weit hatte es der Brief nicht. Als ich zurückkam, flammte oben, hinter der dunklen Fensterfläche meines Wohnzimmers, Licht auf. Ich blieb stehen und sah hinauf. Nur Elsie hatte einen Schlüssel. Sie musste es sein, hoffentlich. Jemand anderes hätte kaum Licht gemacht, sondern im Dunkeln auf mich gewartet. Es sei denn, ich sollte ihn für Elsie halten. Mein Heldenmut langte wieder einmal nicht, um die Wahrheit sofort festzustellen. Ich ging die nächste Querstraße runter bis zur Telefonzelle. Es war mir unklar, was ich tun würde, wenn sich niemand meldete, trotz der erleuchteten Fenster. Hier bei Herrn Trobo? Hallo, Putzfrau. Wo treibst du dich denn schon wieder herum? Ich bin ein bisschen spazieren gegangen, weil ich schon wieder zugenommen habe, obwohl ich nichts zu essen bekomme. Nichts zu essen? Die Pfanne schwimmt ja noch vom Fett und alle Bratwürstchen sind weg. Abwaschen konntest du wohl auch nicht, wie? Es ist das Ende des Abendlandes, wenn der Mann abwäscht. Ich bin gleich da, Putzmäuschen.